Alle, die seit paar Tagen die Unruhen in Ukraine beobachten, können es bestätigen, dass die Lage dort langsam in die nächste Stufe der Hektik übergeht. Kiew ist in Aufruhr, Lemberg hat einen Wunsch nach Unabhängigkeit proklamiert und ethnisch-russischer Separatismus auf der Krim und die steigende Euromaidan-Demonstration hatten bisher mehr als 100 Menschen das Leben gekostet. Das Land zerfällt auseinander und wird Stück für Stück in kleinere Gebiete unterteilt. Dieser Vorgang zwingt viele politische Analytiker, das Land mit Jugoslawien zu vergleichen und sich mit den grundlegenden Fragen zu beschäftigen. Was ist eigentlich so besonders an diesem Land? Warum sind die Europäer überhaupt selbst in der Ukraine? Und was sind die Interessen Russlands in Kiew? Mein Name ist Barbeck, im Namen von Caspian Report für Mailand TV. Um weitere Informationen zu erhalten, besucht die Homepage oder Facebook-Seiten. Die Uneinigkeit, die vor ein paar Monaten als eine Reaktion auf den russischen Kredit gerichtet war, verwandelte sich sehr schnell zu einer unbeherrschten Eskalation, die sich in blutigen Auseinandersetzungen mündete. Trotz der Tatsache, dass die ersten Demonstrationen friedlich waren, eskalierte die Situation, als der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch sich weigerte, das Wirtschaftsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen. Dieses Verhalten löste dabei noch größere Demonstrationen in der Hauptstadt Kiew aus, die den Präsidenten zum Rücktritt und die Einführung der Neuwahlen forderten. Die Hauptstimmung im gesamten Land war, dass der ukrainische Staat statt einen russischen Kurs eine europäische Richtung wählen sollte. Da die Lage eine sehr ernste politische Ausdehnung erhalten hat, betrachten wir nun dieses Problem aus der geopolitischen Perspektive. Seit etwa 2 Jahrzehnten ist die Ukraine ein unabhängiger Staat. In der Tat ist ihre Unabhängigkeit die längste unabhängige Phase in ihrer Geschichte. Generell ist Ukraine ein rohstoffreiches Land mit vielen Mineralquellen und landwirtschaftlichen Ressourcen. Aber noch wichtiger ist die strategische Position dieses Landes auf der Weltkarte. Um den geopolitischen Wert der Ukraine zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick auf die ukrainische Geschichte werfen. Es ist ein Land, welches zu bestimmten historischen Perioden ein Teil des osmanischen, polnischen, österreichischen und russischen Reiches war. Strategisch gesehen lag das Land stets an der Grenze des jeweiligen Reiches, woraus auch tatsächlich selbst der Landesname abzuleiten ist und in der Übersetzung als Grenzland bezeichnet wird. Und wie die meisten Grenzgebiete einen eigenen geopolitischen Wert besitzen, hat das Land auch eine hohe Bedeutung für die Russische Föderation. Ökonomisch gesehen laufen die meisten der russischen Pipelines durch die Ukraine. Der Umstand, dass die russische Wirtschaft weitgehend durch ihre Erdgasexporte angetrieben wird, ist allen bekannt und wird auch als lebenswichtig von Moskau angesehen. Und Russland sieht sich natürlich verpflichtet, diese Wirtschaftsstrecken durch Ukraine zu kontrollieren, wodurch es auch die Gaspreise gezielt beeinflussen kann. Darüber hinaus hat die ukrainische Oligarchie enge geschäftliche Beziehungen zu der russischen politischen Herrschaft. Aus der ideologischen Sicht sitzt die Ukraine genau im Kern der russischen Identität. Im Mittelalter war es die Kiewer Rus, das Großreich mit dem Zentrum in Kiew, welches die Länder und Staatsgebiete des modernen Russlands, Weißrusslands und der Ukraine zusammen vereint und damit die Musterform der russischen Identität erschaffen hatte. Ideologisch ausgelegt konnte der Verlust der Ukraine für Russland wie der Verlust des Ostpreußens für das Deutsche Reich angesehen werden. Aber noch wichtiger als Ressourcen, Rohrleitungen oder die staatliche Ideologie ist die Sicherheit eines Landes. Der größte Teil der russischen Topographie besteht aus Flachland und bietet wenig Schutz gegen feindliche Invasoren. In der Militärphilosophie ist so ein Flachlandgebiet unhaltbar und bietet dem Feind oft die Gelegenheit, die Invasion wenig problematisch durchzuführen. Wie man aus den Geschichtsreihen kennt, konnten die Mongolen, Franzosen oder sogar deutsche Soldaten sehr schnell große Gebiete innerhalb der russischen Grenzen erobern. Die Russen sind sich auch bewusst, dass der Mangel an geografischen Barrieren ihr Land sehr verwundbar macht. Daraus kann man schlussfolgern, dass die Besorgnis seitens der Russen gar nicht unverständlich erscheint, denn schließlich hängt die nationale Sicherheit von Russland von der strategischen Position der ukrainischen und weißrussischen Pufferzonen ab. Zwar kann man die Karpaten als geografische Barriere in Betracht ziehen, die in ihrer Gebirgslinie die kleine Westseite der Ukraine schwer befahrbar machen, jedoch liegt der geopolitische Schwerpunkt auf dem östlichen Teil des Landes. Wenn man sich die Karte des Landes anschaut, erkennt man, wie nah die ukrainischen und kasachischen Grenzen beieinander liegen, wozwischen lediglich vielleicht etwa 700 Kilometer Strecke bleibt. Wenn die Ukraine nun unter dem Einfluss von einer anderen überlegenen Macht fallen sollte und diese fremde Macht würde die Fläche der ukrainischen und kasachischen Lücke blockieren, dann würde Russland erstens seine ganzen landwirtschaftlichen Kerngebiete und zweitens die Kontrolle über die Ländereien im Nordkaukasus verlieren.
In diesem Fall drohe Russland auch der Wegfall und der Verlust der Häfen am Kaspischen Meer, am Schwarzen Meer, wie zum Beispiel die Handelshäfen von Odessa und Novorossiysk oder der Militärhafen von Sevastopol und so weiter. In so einem Fall wäre die Russische Föderation schnell in einem Chaos und Existenznot. Das ist ein wichtiger Grund, warum die Ukraine für die Sicherheit Russlands von grundlegender Bedeutung ist. Diese Verwundbarkeit wurde auch im Ersten Weltkrieg zu Ungunsten der Russen benutzt, als im Jahre 1917 die Deutschen die bolschewistische Führung aus der Ukraine vertrieben hatten. Die Deutschen wussten, dass sie mit der Kontrolle über Ukraine die Russen für längere Zeit lahmlegen könnten. Obwohl sie scheiterten, wagten sie im Zweiten Weltkrieg wieder den Versuch, durch den Korridor über Ukraine die Sowjetunion zurückzuschlagen. Dieses Mal hielten aber die Sowjets bei Stalingrad Stellung und schlugen sie zurück. Diese Art des militärischen Denkens könnte zwar für das Jahr 2014 seltsam klingen, aber die Russen fielen vielmal in ihrer Geschichte unvorbereitet in diese Gefangenschaft und aus diesen geopolitischen Fehlern lernt man natürlich mit der Zeit umzugehen und sie zu korrigieren. Russland handelt seit dem Zweiten Weltkrieg sehr vorausschauend und plant mit Hilfe seines militärischen und diplomatischen Potenzials jedes Mal das Unerwartete. Die russische geopolitische Mentalität steht durch solche Erfahrungen sehr weit vorne. Kurz gesagt, die ukrainischen Gebiete sind für jede ausländische Macht, die die Russische Föderation zerstört sehen möchte, von einer hohen wichtigen Bewandtnis. Nun, was hat das Ganze mit Europa und der Europäischen Union zu tun? Zunächst einmal besitzt die EU keine allgemeine Außenpolitik. Die Einladungen in die EU, die an die Ukraine und an die östliche Partnerländer wie zum Beispiel Weißrussland, Moldawien, Georgien, Armenien und Aserbaidschan gerichtet waren, wurden alle von Polen eingeleitet. Der historische Rivale von Russland war schon immer die polnische Gesamtstrategie, um durch die EU-Privilegien und Ressourcen Russland einzukreisen und eine Pufferzone aus Warschau gegen Moskau zu bilden. Deutschland jedoch, welches viele Investitionen mit Russland in Planung hat, muss hierbei versuchen, beide Seiten der Medaille zu schützen. In der breiten Öffentlichkeit unterstützt Deutschland die Demonstranten, aber auf der anderen Seite hat die Führung des Landes offen erklärt, dass die polnische Einladung, die die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU beinhaltete, ein großer Fehler war. Man kann erkennen, dass die Europäische Union keine einheitliche Strategie in Bezug auf Kiew besitzt, obwohl es doch Mitglieder in der Union existieren, die ein großes strategisches Interesse für die Ukraine zeigen. Nun, während wir dieses Thema der Europäischen Union uns anschauen, können wir ruhig erwähnen, dass die östliche Partnerschaft lediglich eine Einladung und keine Garantiemitgliedschaft war. Denn es wäre fatal für Deutschland, Frankreich und andere EU-Mitglieder, ein weiteres großes und zugleich schwaches Land aufzunehmen und den finanziellen Abgrund noch tiefer zu graben. Und Russland nimmt diese Realität relativ ruhig entgegen, denn Putin weiß ganz genau, dass die EU für diesen Schritt noch nicht bereit ist und verzichtet noch auf seine offensive Reaktion. Und was die amerikanische Beteiligung angeht, darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch die Vereinigten Staaten eine starke Rolle in dieser Chaoskonstellation haben, indem sie bereits im Jahre 2004 die Orangene Revolution finanziell und mental unterstützt haben. Dies war ein Wendepunkt in der amerikanisch-russischen Politik und seitdem ist Putin an der Normalisierung der Beziehungen bemüht und versucht stets durch wirtschaftlichen und diplomatischen Druck die amerikanischen Einflüsse aus Osteuropa zurückzudrängen. Zum größten Teil waren die Pläne Russlands auch erfolgreich, vor allem wegen der Verwicklung des Washingtons in zahlreiche Konflikte im Nahen Osten. Und das ist auch, warum die USA noch wenig Beteiligungspotenzial in der Ukraine zeigen kann. Das Erste, was Washington vermeiden muss, ist die provokative Handlung gegenüber von Russland, welche sehr schnell die amerikanischen Züge im Nahen Osten, wie zum Beispiel in Syrien oder Iran, entgleisen kann. In der Politik muss eins bedacht werden, es gibt keine guten oder bösen Jungs, es gibt aber auch kein Recht des Bösen, es gibt lediglich Interessen und die damit verbundenen politischen Handlungen. Die Handlungen in der Ukraine lassen die alte kalte Politik zwischen zwei Polen wieder erwachen. Die Situation scheint aber sehr unberechenbar zu sein. Der Präsident Janukowitsch hat sich mit einer Reihe von Kompromissen und der Bildung einer Übergangsregierung und vorgezogenen Parlamentswahlen zufrieden gegeben, ob aber auch das Volk auf den Straßen sich mit solchen Kompromissen zufrieden gibt, wird sich noch zeigen. Es ist aber auch nicht unmöglich, dass die extremistischen Gruppierungen innerhalb der Opposition diese fragile Vereinbarung durch weitere Eskalationen und Gewaltnutzungen sabotieren. Somit haben weder die Europäische Union noch die Vereinigten Staaten die Fähigkeiten oder die wirtschaftlichen Ressourcen, um einen Stellvertreterkrieg gegen Russland anzufangen. Die Ukraine ist ein klassisches Beispiel von einem unabhängigen Land, welches durch seine geopolitische Umgebung zu ungewollten politischen Bestimmungen gezwungen wird. Das war Catherine Report von mir, Barbeck für Mainland TV. Für weitere Informationen besucht ihr in der Beschreibung angegebene Homepage oder die Facebook-Seiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.